Jacob D. Robida wurde am 13. Juni 1987 in den USA geboren. Über sein Vorleben weiß man wenig. Am 2. Februar 2006 betrat er um Mitternacht die Puzzles Lounge, eine bekannte Schwulenbar in Massachusetts, und legte einen gefälschten Ausweis vor. Er nahm einen Drink, fragte nochmal den Barkeeper, ob es denn eine Schwulenbar sei. Als dieser es bejahte, zog Robida ein Beil und schlug nach dem Kopf eines Gastes. Dieser wurde verletzt und andere Gäste handelten sofort und griffen Robida an. Dieser zog eine Pistole und begann zu schießen. Dabei verletzte er 3 Personen. Es gelang ihm zu fliehen. Die gerufene Polizei gab eine Fahndung heraus wegen dreifachen versuchten Mordes. Eine Hausdurchsuchung bei Robidas Mutter ergab zahlreiche Waffenfunde, von Beilen und Messern bis hin zu Schusswaffen, antisemitische Schriften und Nazi-Insignien. Am 4. Februar wurde Robida 2400 Kilometer entfernt in Arkansas bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten angesprochen. Der Mann, ein ehemaliger Police Captain, der nach seiner Pensionierung noch in Teilzeit für die Polizei arbeitete, sprach kurz mit Robida, der in Begleitung einer Frau war. Plötzlich eröffnete Robida das Feuer und tötete den Polizisten. Er raste davon. Stachelstreifen wurden ausgelegt. Robida überfuhr diese und raste trotz zerstörter Reifen weiter. Nach 18 Kilometern verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in parkende Fahrzeuge hinein. Es kam zum Schusswechsel. Nach einer Weile schoss er seiner Begleitung gezielt in den Kopf. Man weiß bis heute nicht, ob sie freiwillig bei ihm war oder von ihm entführt worden war. Direkt danach richtete er seine Waffe gegen sich selbst und schoss sich in den Kopf. Am folgenden Tag, den 5. Februar 2006, erlag er in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.